Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum LS22. Guck mal, hier haben wir so leichte Berg- und Tal. Kann man das sehen? Hier sind so Hügel mit Löcher. Ich hatte hier versucht, einen Hühnerstall hinzubauen. Hat natürlich nicht geklappt, weil hier hat er gesagt, Paletten nährt, weil nicht unser Land. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt ist hier Kilimanjaro, sein Vater, am Start. Aber gut, ne? Kann ich mit leben. Der Weg hier ist jetzt nicht so weltbewegend wichtig, weil ich kann das hier nicht zurück angleichen. Ziemlich komisch. Ist aber noch mehr passiert. Wir haben April. Guck mal, die Bäume sind wunderschön grün. Da ist die Sonne, die scheint uns richtig schön in die Augen hinein. Super. Noch was viel Schöneres passiert. Guckt mal hier. Könnt ihr das sehen? Das sieht total toll aus, oder? Die Bäume sind gewachsen. Aber die sind mit immer richtig doll viel und kräftig gewachsen. Guck mal. Wunderschön. Ich muss ehrlich sagen, ich bin fast hier wild, die ja nicht abzumähen, sondern die stehen zu lassen, weil wenn die so bleiben würden, wäre natürlich schön. Das wäre echt hübsch, so als, naja, Landabgrenzung zur Straße hin. Finde ich jetzt nicht hässlich, ne? Das Ding hier neben dem Silo zum Beispiel, das steht da auch wunderbar. Ist aber noch viel mehr passiert, zeige ich euch, finde ich mega cool. Natürlich merke ich sowas halt immer erst nach der Aufnahme, wenn ich noch so ein paar Sachen mache. Und zwar stehen hier noch mehr Bienenhäuser, dass wir noch mehr Honig kriegen. Und eine Palette steht da schon drauf. Wir brauchen noch eine. Und dann ist Verkaufen angesagt. Und hier, schaut mal. Ich habe ganz fleißig Holzspielzeug gesucht. Hab das verkauft. Und dafür nochmal zwei Gewächshäuser hingestellt. Das hier macht Tomaten. Und das hier macht Salat. Das hier vorne macht weiterhin Erdbeeren. Aber könnt ihr was sehen? Hier sind keine Erdbeeren. Nix, nada, niente. Aus folgendem Grund zeige ich euch. Bin ich natürlich erst später drauf gekommen. Das ist ungelogen, Leute. Das ist so ekelhaft, wie viele Spielmechaniken hier drin sind. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das geht nicht. So, pass auf. Wenn wir jetzt auf Produktionsketten gehen, dann haben wir ja hier bei den Gewächshäusern Erdbeeren. Und dann guckt mal. Erdbeeren ist hier aktiviert. Und hier steht verteilen. Den Modus können wir ändern. Hier steht behalten. Warte mal, ich mach mal den Mauszeiger weg. Behalten, direkt verkaufen oder verteilen. Da wir die Bäckerei haben und die Bäckerei Erdbeeren haben möchte und wir das auf Verteilen gestellt haben, werden die Erdbeeren direkt zur Bäckerei geliefert und landen ja nicht erst bei uns auf dem Hof. So, bei den Tomaten habe ich direkt Verkaufen gewählt, bedeutet, die Paletten tauchen nicht auf, sondern werden, weiß ich nicht, stündlich oder alle 6 Stunden oder immer um 12 Uhr morgens oder mittags besser gesagt, kann ich gar nicht so genau sagen, jedenfalls werden die direkt verkauft und da kriegen wir Geld für. Würde natürlich mehr Sinn machen, wenn wir die Paletten uns hinstellen lassen und das dann selber verkaufen. Aber so viel Zeit hat keiner. Und wenn da genauso viele Paletten rauskommen von Tomaten und Salat wie bei Erdbeeren, dann ist der Hof voll. So eine große Lagerhalle lebt ja nicht. Ne? Und das gleiche habe ich hier bei Salat auch. Hier könnten wir auch verteilen drücken, aber wir haben nichts, was das Zeug haben will. Behalten will ich es nicht, wegen Verladen negativ. Also direkt verkaufen. Ja, muss man hier im Menü nochmal extra auswählen. Und dann läuft die Sache. Ja. Wir brauchen Mehl. Richtig? So, ist aber noch mehr passiert. Zeige ich euch. Ist eigentlich wunderschön, weil, guck mal, die Bäume hier. Die werden jetzt langsam grün und dann sieht das echt toll aus. Die sind immer krass Rehe am Start, ne? Guck mal, wenn wir jetzt langsam laufen. Naja, dann rennen sie trotzdem weg. Die fühlen sich hier wohl. Hm, die haben hier ihr Nest gebaut. Da irgendwo drin. Genau, guck, da steht es. Hallo. Gut. Also hier, die Bäumchen sind schön grün. Finde ich eigentlich optisch sehr schön. Und dann habe ich hier ein Fahrsilo hingebaut. Tada. Das hat hier voll gut hingepasst. Weil dann können wir nämlich die Wiese mähen. Und hier Gras drin fahren und daraus Silage machen. Dann brauchen wir keine Ballen wickeln. Hier hinten wohnen nämlich jetzt auch die Hühner, die ich da vorne am Farmhaus hatte. Weil der Trigger nicht so schön funktioniert hatte. Also er hier, wo die Eier irgendwann mal spawnen. Hatte ich das denn gedacht, mache ich das hier hinten hin. Hier war eh so ein bisschen freie Fläche noch. Und ein Unterstand, ne? Für unser Krempel, was wir haben für die ganze
Grünlandtechnik. Hier unser Pöttinger Boss Alpin, ne, Ladewagen, Mähwerk, steht hier unterm Schleppdach. Hier wäre noch Platz für einen Heuwender, den wir definitiv brauchen, und vielleicht einen Schwader. Ne, aber wenn wir das Heu erstmal wenden, können wir das mit einem Ladewagen einsammeln, das funktioniert schon. Das wäre definitiv die nächste Investition, dass wir uns einen Heuwender holen, weil wenn wir nämlich die Kühe mit so krasses Futter versorgen, dann geht es da richtig ab. Ne? So. Wir haben hier 11 Hühner. Also 10 Hühner, ein Hahn. Hallo. Richterbauernhof, guck mal. So. Und wie die hier abhesen. Richtige Rennhühner. Komm, mach nochmal. Komm, zieh ab, leg los. Vor allem, man kauft Hühner und die sind automatisch bunt in allen Farben. Ne? Man kann nicht aussuchen, welche man haben will, sondern die sind dann halt einfach dann so, guck mal, weiß und braun und. Hä? Krass, wie ungeduldig, ne? Wie die hier durchpesen durch die Hege. Schwarze, weiße mit schwarzen Punkten. Das ist echt voll schön, das Huhn, oder? Die attackieren sich im Sturzflug hier. Okay, möglicherweise mache ich euch nervös. Das ist so das Update, ne? Was jetzt so passiert ist, weil, ich habe das Geld natürlich sinnvoll investiert. Also wir haben hier Hühner. Wir können mal in das Tiermenü hineinschauen. Und zwar kriegen wir doch so langsam alles auf die Reihe. Guck mal, wir haben hier Reproduktion nicht unter 18 Monate. Die Kühe, die wir haben, waren recht jung. Der fing auch so günstig. Die sind schon bei 16 Monate. Noch zweimal schlafen. Dann fangen sie an, sich zu vermehren. Bedeutet dann aber wahrscheinlich auch, dass sie Milch herstellen. Um die Produktion zu erhöhen, würde ich aber gerne Heu noch dazugeben, dass das hier endlich mal vorwärts geht, ne? Weil momentan kosten sonst Geld, aber ich hätte ja eine Kühe, die mir Geld bringen. Und bei den Hühnern sieht es so aus, dass die auch recht jung waren, deswegen waren sie auch sehr günstig. Die sind noch, guck mal, die sind noch nicht mal einen Monat alt, schon ausgewachsen und rennen rum. Die müssen ein halbes Jahr alt sein, dann legen die wohl Eier und dann geht das auch hier vernünftig los, oder? Ja. Ich denke auch mal, die beiden Big Packs, die ich hier gekauft habe, die Hühnerfutter-Big Packs, die reichen ewig. Weil wir haben ja kein Futter im Silo. Ja. So. Was machen wir, Leute? Wir schauen mal im Shop, ob wir einen schönen Heuwender finden. Nebenbei lasse ich aber mal die Zeit auf schnell laufen. Oh, oh, machen wir mal auf volle Pulle. Nee, ich bremse mal voll runter. Wir gehen erstmal ins Menü und schauen, was unsere Lagerbestände denn so sagen. Wir haben Sojabohnen. Für 1,6 und fallend. Finde ich jetzt nicht so gut. Würde ich vielleicht noch ein bisschen warten, das wird verkaufen. Und dann haben wir noch Honig. 2100, das ist eigentlich okay. Fastfood-Restaurant ist auch genau gegenüber von der Straße. Dann würde ich jetzt nur hoffen, dass unsere eine Honigpalette relativ schnell voll wird hier. Weil jetzt haben wir ja noch mehr Bienenstöcke. Müsste eigentlich hier Rambazamba voll sein. Brapp. Und ja, wir lassen die Zeit mal laufen. Und würde sagen, wir schauen, ob wir einen Heuwender kriegen irgendwo, ne? Ballensammelwagen. Das sind nur Ballensammelwagen hier, ne? So ein Teil finde ich eigentlich ganz cool. Hier gibt es ja leider keine Autoload-Funktion, deswegen negativ. Das ist aber der Einzige, der Rundballen kann, ne? Die anderen, er hier macht ja diese HD-Ballen. Das Ding wäre für vorne. Aber hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte Wender. Heuwender, Heuwender. Wir haben 26.000, also teuer sollte er natürlich nicht sein. Hier hätten wir 30 cm mehr Arbeitsbreite für 500 Euro mehr. Ein Vicon. Ist aus dem Querneland-DLC, ne? Ah, Kuhn wurde ganz schön abgespeckt hier. Horsch wurde komplett rausgenommen, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, der hätte 4,4 Meter, der wäre bei 8,7 und der wäre bei 9 Meter. Wenn wir den kaufen, sind wir unter 10.000. Okay, der Honig wird mehr. Das ist schon mal verdammt gut. Ja, dann würde ich sagen, wenn die Palette voll ist, dann verkaufen wir, oder? Sofern der Preis nicht in Bodenlose fällt. Ja, oder was? Weil hier Wachstumsstufe, da sind wir noch weit entfernt.
dass wir hier schon ernten können, was aber definitiv bald der Fall sein wird und dann ist schön. Da freue ich mich nämlich drauf. So. Hallo? Bin zu dick, ich passe hier nicht durch. So, wir gehen mal hier hoch. Aber hier waren keine Holzspielzeuge, ne? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Schon echt cool hier oben. So, dann lassen wir uns mal fallen. Okay, wir fallen. Ah, wollte ich nämlich gerade probieren, siehst du? Durch die Abdeckplane vom Auflieger fallen wir durch. Okay, naja, ist ja nicht so schlimm. Kann ich hier raus? Hallo? Hilfe? 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 Darf ich mal? Ich hätte gerne. Hallo? Ach komm, machen wir so. Wird schon dunkel draußen. Oh nein. Und es fängt an zu regnen. Der Honigpreis ist stabil, das ist gut. Jo, na denn. Ist nicht herrlich? Schaut mal, wunderschönstes Regenwetter, Mann, da freue ich mich doch. Wir haben jetzt schon Mai. Super. Aber wir dürften jetzt definitiv. Na klasse, einen schlechteren Preis für Honig haben. Ich freue mich. Aber, was sind hier mit die Sonja-Bohnen? Zeig mal her. Wo sind sie denn da? Das wird nicht besser, ne? Ach, komm, wir verkaufen jetzt den Honig. Ist mir wurscht. Wir haben nämlich hier die Palette jetzt voll. So. Dann stechen wir mit die Palettengabel in die Palette hinein, sofern es denn funktioniert. So. Und hoch. Und los. Wenn wir Glück haben, spawnt ihr gleich noch eine, ne? Dann packen wir die noch mit drauf. Aber Honig ist immer sehr geduldig. Wobei, jetzt haben wir da so viele Bienenstöcke, theoretisch. Könnte da relativ schnell die nächste kommen. Also bei den hier Gewächshäusern, da ist ja übelst was los, ne? Guck mal, wir haben schon 200 plus gemacht. Oder 300 wäre schon. Wir müssten mal gucken, wenn die Erdbeeren bei der Bäckerei schon voll sind. Dann können wir das auch auf Verkaufen setzen. Schon die nächste Palette da? Negativ. Wie sieht's denn aus? Bei der Bäckerei. Die ist voll mit Erdbeeren. Dann können wir nämlich unsere Erdbeeren hier auf direkt verkaufen setzen. Guck mal. Ah, krass. Werden die jetzt verkauft, wenn wir die hier stehen lassen? Oder haben wir die jetzt über? Wäre für mich jetzt noch so ein bisschen interessant, weil, habt ihr gesehen? Bei der Bäckerei war der Trigger komplett voll. Also der Balken war voll. 7000 Liter, mehr passen da nicht drin. Und dann, wenn wir auf Verteilen gestellt haben, packt er die automatisch hier an die Wächse aus. Okay. Wie sieht es denn wassertechnisch aus? Hier sind noch 7000 Liter drin. Verbraucht sich relativ langsam, ne? Das ist voll human. Das ist eigentlich verdammt cool, weil du brauchst nicht alle 3 Minuten hier Wasser nachfüllen. Finde ich ganz angenehm. Ne? So, warte mal, der war noch an. Heieiei. Dann parken wir den zurück. Wir haben die Zeit auf. Ah, da kommen die nächsten Honiggläser. Guck mal. Dann parken wir den Kamerad hier wieder hin. Jetzt wäre halt nur interessant, ob die Paletten hier verkauft werden. Es hört auf zu regnen. Sind nicht wunderbar. So. Zack. Da kam gerade die nächste Stiege mit Honiggläser dazu. So. Der Kollege war lange nicht an, ne? So, wo fahren wir den ganzen Kuddelmuddel jetzt mal hin hier? Honig. Feed in Grain's House. Das ist echt weit weg, oder? Feed in Grain's House ist im Süden. Da, nee, hier, ne? Wobei, wenn wir hier stramm gerade runterfahren, dann sollten wir da eigentlich hinkommen. So, na denn, Porsche, Abfahrt. Mal gucken. Oh, guck mal, die Paletten werden so ja erkannt, dass die 1, 2, 3, 4, 10 Stück haben wir drauf, ne? 10 Paletten, einer hat 120 Kilo. Wo kommt man hier raus? Da vorne. Da müssen wir hier unter durchfahren. Der Kollege ist echt nicht schnell, ne? Also so ist einer von den gemütlichen Kollegen so ein bisschen. So. Oh. Wo habt ihr denn hier freien Kontakt? Hä, wir sind da gerade irgendwo.
Egal, wir fahren einfach weiter, als wäre nie was gewesen. Wenn wir nämlich mit ganz viel Anlauf und Schwung jetzt hier rüber knallen. Ja, Geronimo! Dann kommen auf jeden Fall. Oh. Ja. Das geht nicht. Hilfe. 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 Wie kommen wir hier jetzt weg? Müssen wir. Hallo? Wird's denn gehen? Stell dich mal nicht so an. Und wenn, dann bitte nicht hinten. Eieiei. Die olle Kugel, die hält aber, ne? Ja, 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 nein. Zieh, Junge. Boah. Jetzt kommt das Ding. Verdammt. Der schafft diesen Anhänger hier nicht raus aus dem Loch, ne? Ich muss mal gucken, ob das Land hier hört. Dann will ich hier noch mal ein bisschen terraformen. Aber erstmal wühle ich mich hier raus. Und so, jetzt sind wir wieder auf Kurs. Na bitte, jedoch. Ich habe den Anhänger gerade mit dem John Deere rausgezogen, ne? Weil der Porsche hat hier kein Land gesehen. Nicht einen Meter. So, na dann fahren wir mal den Honig weg. Bin ich ja gespannt. Schon echt ein schöner Traktor, ne? Wenn der mehr Leistung hätte. Oi. Muss ich mal gucken. Theoretisch könnte man denen dann mehr Leistung zusprechen, ne? Wenn ich in die XML-Datei reinkomme, könnte man denen so ein bisschen mehr. Na, so ein paar Ponys mehr wäre schon nicht verkehrt. So, aber erstmal fahren. Wow, die Zeit, die läuft so schnell. Wird schon wieder dunkel draußen. Was sagt denn hier unser Verkaufspreis? Hoffentlich ist der nicht in Bodenlose gefallen. Leider doch. Brauchen wir fast gar nicht verkaufen. Warte mal, wir sind bei Sojabohnen. Entschuldigung, wir wollen zum Honig. Wir fahren bestimmt in die völlig falsche Richtung. Honig. Müslifabrik. 2000. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. So, wo ist denn hier Müslifabrik? Die war hier. Da. Oha, wo fahren wir da am besten lang? An den Schienen, würde ich sagen. Wir können hier direkt am Feld abbiegen. Hier, ja. Haha, über die Brücke, Abfahrt. Dann gibt's da doch noch ordentlich Asche. Nun komm, gib Kette. Problem ist, der Trecker ist ja schön. Aber es gibt halt einfach gar keine Anbaugeräte für das Ding. Die kannst du dir im Vorjahr stellen, weil das schön ist, aber. Jo, dann muss ich mal im Mod-Ordner gucken, ob der da auftaucht. Dann würde ich mal schauen, dass ich da in die XML drin komme und dann würde ich denen so ein paar Ponys mehr geben. Dann kann man mit denen nicht auch was anfangen, das wäre natürlich voll praktisch. Ne? Na, mal schauen. So, erstmal ab nach der Müsli-Fabrik drin rein. Die wollen nämlich unseren Honig haben und tauschen mit einigen schöne Geld. Und das würde ich gerne haben wollen. Wir müssen nur gucken, wo der Trigger ist von dem Ding, ne? Also hier drüben ist die Molkerei. Da wollen wir nicht hin. Müsli-Fabrik. Theoretisch, wenn man die Sachen kauft, dann wird halt. Kommt hier Verkehr? Nee, wir sind dran. So. Der wird natürlich sinnvoller, wenn man die wirklich alle kauft, die Sachen. Dass man da dann auch wieder was rausbekommt. Oder man kauft halt. Oha. Ja, keine Produktionsstätten, sondern liefert immer nur ab. Die geht natürlich auch. Aber ich würde gerne gucken, wo ist denn hier jetzt der Ladetrigger? Hallo? Da, guck mal da, da müssen wir hin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Asche das gibt. So. Los, verkauf dich. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Aber man muss da vorfahren, okay. So, na bitte, das waren. Na knapp 2500 ungefähr, oder? 1,4 und 4 und 4, also fast 5. Nee, 2500. Warte mal, da kriegen wir raus. Wir können doch in die Finanzen schauen, wir sind ja schlau. Wir haben verdient, verkaufte Produkte 2000 glatt. Das ist die Geschichte aus den Gewächshäusern, oder? Hier, Einnahmen Ernte, 2400. Na bitte. Dann würde ich sagen, fahren wir, da wir jetzt Geld haben, direkt zum Shop und holen uns einen Heuwender.
Und zwar schauen wir mal bei Wender. Welchen nehmen wir denn da? Wir können jetzt den teureren von beiden nehmen, oder? Den mit 9 Meter Arbeitsbreite, dann schaffen wir wenigstens ordentlich. Guck mal, der braucht 80 PS, da kommen wir locker mit aus. Der bräuchte für nur die Hälfte, aber wie haben wir die Leistung? No, nehmen wir den, der ist schön. Irgendwie, ich mag den. So von der Farbgebung her. Ist ja auch nicht so hässlich. So, der steht erst da, den müssen wir nur noch aufladen. Frage ist, haben wir noch Geld für ein. Oh. Ein Schwader ist ja auch nicht so teuer, guck mal. Ah, ich hätte gerne den, der kostet 20 Latten, die haben wir natürlich nicht. Können wir Sachen verkaufen? Schauen wir doch mal. Sojabohnen waren gerade nicht so cool, ne? Na, 1,6 und fallen. Wann ist denn hier? Im Juli. Wir sind im Mai. Naja. So, der Porsche dürfte hier gleich ankommen. Ich habe nämlich den aktiven Helfer Rennie gemacht. Der soll mal ein bisschen was lernen. Irgendwo ist der am Fahren da. Guck, da tut er fahren. Schnell ist er nämlich nicht. Vielleicht könnte der ein bisschen die Geschwindigkeit, die brauchen und ein bisschen mehr Leistung. Na, mal schauen. Vielleicht komme ich da in die XML rein. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Man kann ihn aber auch runterladen mittlerweile, ne? Auf modtab.us ist der definitiv schon zum Runterladen mit bei. Weil die Videos, wo ich gesagt habe und auch den Download-Link von Revell mit drin habe, in der Videobeschreibung, diesen Freischaltcode, weiß ich nicht, ob der noch funktioniert. Also falls ihr jetzt alle enttäuscht seid, weil es nicht geklappt hat, bei modtab.us gibt ihr diese Ding, könnt ihr runterladen. Ne? Ja, so. Der hat schon alleine Licht angemacht. Sehr schön. Na, dann schauen wir mal, bis der da ist. So, ich habe Fragen. Wie kriegen wir das jetzt hier am besten verladen? Weil ich würde das schon gerne auf den Anhänger hier raufkriegen. Das würde damit nach Hause schleppen können. Guck mal, den können wir auseinanderklappen. Das ist ja kein Problem. Das können wir doch so abkuppeln. Aber wenn wir jetzt mit dem Porsche hier ranfahren, dann wird der wahrscheinlich vorne wieder Männchen machen, oder? Weil da wird er sagen, nee, das Ding, das kannst du alleine tragen. Siehst du? Da geht er gleich hoch. Warte mal. Ha, wenn wir absenken. Ja, dann hängen die Triebräder ein bisschen in der Luft. Aber wir können schummeln, das kriegen wir hin. Aber auf dem Anhänger kriegen wir das wahrscheinlich nicht auf. Ein bisschen tricksen, vielleicht hoch, runter, dass die Triebachse. Ja, nur mit Lenken ist schwierig, ne? Ach, den wird ja alles nicht stehen. Nein, nicht auseinanderklappen! Ja. Er weiß sich als sehr schwierig. Da. Oh, bin total begeistert. Häng ab, nein, nicht runterfahren. Genau da drauf stellen. So. Haha, siehst du ja doch. Wunderbar. Müsste nur noch stehen bleiben, ne? Der wäre natürlich noch viel. Was los? Ha, puh, Glück gehabt, alle Dude. Da waren nur die Batterien von meinem Controller leer. Wieder Schwein gehabt. Ich dachte schon, hat sie das Spiel aufgehangen, weil wir hier so Sachen machen. Aber ist okay. So, warte mal, wenn wir jetzt die Gurte hier festmachen, irgendwas passiert. Wenn der jetzt die Räder darauf fixiert hat, dann wäre das echt krass. So, warte mal, ist hier frei? Ja, da der Entzündung, komm. Geil. Haben wir schön eingekauft. Jetzt müssen wir das nur noch heile nach Hause kriegen, das Ding, ne? Ah, oh, schön. Ich freue mich. So, naja, mal gucken. Und jetzt stellen wir unser schönes neues Schleppdach hinterm Kuhstall hin.
guck mal, wie schön das ja aussieht mit den Bäumen, wenn die jetzt hier wachsen. Da könnte ich mich echt dran gewöhnen, ne? Problem ist, diese alten Krüppelkiefern hier, die werden noch viel höher. Und dann sind die wieder hässlich. Aber wenn die hässlich sind, kann man die abmähen. Ja. So, für mich ist natürlich auch noch interessant. Wir haben ja die Gote an dem Anhänger dran. Ist der Heuwender darauf jetzt befestigt oder steht er einfach nur, weil wir uns hier in Zeitlupe bewegen? Die Brücke müsste ja eigentlich problemlos schaffen, oder? Ja. Haben wir nämlich angeschüttet, weil wir schlau sind. So. Immer hier lang. Der braucht unbedingt mehr Leistung, der Kollege. Da setze ich mich mal gleich nach dem Video ran und probiere das mal aus. Was sind die bei euch hier? Rotlichtmilieu am Start oder was? Ist da voll die rote Lampe an? Oder ist euch kalt? Was ist denn da los? So, mal gucken. Den Hügel hier muss aber hochkommen, oder? Die Kette. Ja. Zeig her. Ja, Mann, hier ist rote Licht an. Mhm, Mädels, ihr macht schon, ne? Ja, wird dunkel. Ich weiß, ihr wollt vielleicht auch Geld verdienen. Naja. Wobei, ihr seid noch sehr jung. Ihr seid noch keine 18 Monate alt. Theoretisch müsst ihr euch untersagen. Jo. Ich stelle das Ding hier hin. Und dann schauen wir mal. Dann werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder schön vorgespult haben, dass wir ernten können, hoffentlich. Ein bisschen Gras mähen wäre cool. So eine Sache halt, ne? Jo. Ich werde mal gucken, ob ich den Diesel hier noch ein paar PS irgendwie spendieren kann und dann kann ich euch ja beim nächsten Mal berichten, ob das geklappt hat oder nicht. Bis dahin probiert alle tollen Sachen aus. Ich denke mal, ich habe noch lange, lange, lange nicht alle die sehen. Und das Spiel gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr her. Da kommen wir irgendwann noch dahinter. Viel Spaß dabei. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bis ich die ganzen Mechaniken kapiert habe. Und wir wollen noch Wein und Oliven machen, ne? Verdammt, ich komme hierzu ja nicht. Aber egal, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht keinen Quatsch. Renni hauen.